Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und einer neuen Buchempfehlung. Ich möchte euch dieses Buch hier empfehlen von Cornelia Rose Paul, Nalumas Fantasiereisen aus dem Kösel Verlag. Das haben wir jetzt eine Weile getestet und ich möchte euch ein bisschen was über das Buch und die Fantasiereisen von Naluma gerne in diesem Video erzählen. Und natürlich ist wie immer das Buch unten in der Infobox verlinkt. Also hier drin sind Kindergeschichten für mehr Selbstbewusstsein, Zuversicht und innere Stärke, was ich immer wichtig finde, das bei Kindern zu fördern. Die Geschichten sind ab 5 Jahren geeignet. Vince ist jetzt 6,5 und ich finde, da hat er jetzt ein gutes Alter. Also ab 5 kann ich jetzt noch nicht so abschätzen, mit 6,5 finde ich die wirklich tatsächlich sehr gut geeignet. Und Kinder erleben ja immer wieder Situationen, in denen sie Stress, Ängsten, Zweifel ausgesetzt sind und das auch spüren. Und mit diesen Fantasiereisen in diesem Buch können wir Erwachsene den Kindern halt einfach in diesen Alltagssorgen gut unterstützen. Und das Schöne ist, man hat halt immer die Fantasiereise und danach hat man Ideen, also so Anregungen für Gespräche. Das heißt, die Fantasiereise ist eigentlich nur der Einstieg, um dann vielleicht ein Thema zu besprechen, was sonst nicht so einfach zu besprechen ist. Und so bekommen wir Eltern auch so ganz, ganz behutsam Zugang zur Gefühlswelt unserer Kinder. Und da habe ich tatsächlich schon viele tolle Momente mit Vince erlebt und auch viel von ihm erfahren, was ich sonst, glaube ich, nicht erfahren hätte tatsächlich. Und das Buch steckt voller Liebe, voller Respekt, voller Hilfestellungen auch, sowohl für die Kinder natürlich, aber als halt auch für uns Erwachsenen. Und wir geben damit Kindern Methoden an die Hand, um ihre eigenen Lösungswege zu finden, zu entdecken. Also wir geben ihnen da wirklich ein Werkzeug an die Hand, was ihnen in ihrem späteren Leben so viel nützen wird, so viel helfen wird. Und wir wissen alle, dass unsere Kinder einen sehr, sehr anspruchsvollen Alltag haben. Und wenn die in die Schule gehen, wird es noch mal einen Ticken schlimmer. Und in diesen Geschichten, ne, kommen die halt erstmal dann in diesen tiefen Zustand der Entspannung. Also schon das ist ja erstmal gut, dass Kinder lernen, wie entspanne ich mich denn richtig und auch regelmäßig in diesen Entspannungszustand kommen. Und in diesem Zustand setzen sie sich ja dann mit ihren eigenen Gefühlen, mit ihren Ängsten auch auseinander. Und die Geschichten übrigens, die folgen im weitesten Sinne der hypnosystematischen Kommunikation nach Milton Erickson. Und ich möchte euch gerne noch was zu Naluma vorlesen, die quasi diese Geschichten so ein bisschen leitet und als Vorleser wird man dann quasi zu Naluma. Ich heiße Naluma und ich bin überall und nirgends. Aber wenn du mich rufst, dann bin ich immer bei dir. Eigentlich brauchst du mich auch nicht zu rufen. Es reicht, wenn du an mich denkst, tief in deinem Inneren. Du brauchst mir nur deine Fragen zu stellen, deine Sorgen zu nennen oder deine Wünsche mitzuteilen und dann werden wir sofort auf die Reise gehen. Bist du denn gern woanders? Mit mir kannst du auf Reisen gehen, ohne wirklich weg zu sein. Du schließt die Augen und schon können wir Landschaften, Bilder und vielleicht Gefühle in deinem Inneren erkunden. Wir sind beide ganz neugierig darauf, wer und was uns begegnet. Vielleicht bist du auch manchmal überrascht. Vielleicht hast du gar nicht mit dem gerechnet, was dir auf deiner Reise in dein eigenes Inneres begegnet. Aber das ist dir gerade das Spannende. Eine Frage zu haben, eine Sorge, einen Wunsch und dann auf Ideen zu stoßen, die uns beim bloßen Nachdenken nicht in den Sinn gekommen wären. Bist du neugierig geworden auf diese inneren Reisen? Dann machen wir uns auf den Weg. Und man kann tatsächlich beim Vorlesen nicht viel falsch machen. Das ist auch, glaube ich, nochmal ein Kapitel, wo das nochmal so ein bisschen erklärt wird, dass man halt ruhig und leise und langsam vorlesen soll. Und bei uns halt wirklich so, dass Vincent auch sagt, stopp Mama, ich bin noch nicht so weit. Ja? Und dann warte ich halt noch einen kurzen Moment und dann mache ich einfach weiter. Aber er ist ja halt auch, das muss ich dazu sagen, ein bisschen schon geschulter im Thema Fantasiereisen, im Thema auch Meditieren.
Und ich möchte euch gerne noch die Geschichtentitel vorlesen, weil die einen sehr guten Einblick da reingeben, um was es in den Fantasiereisen geht. Naluma, ich muss immer so viel grübeln. Naluma, ich kann nicht schlafen. Die ist sehr, sehr gut. Naluma, manchmal fühle ich mich so schwach. Naluma, ich fühle mich wie ein hässliches Entlein. Naluma, manchmal bin ich so ängstlich. Naluma, manchmal kann ich vor Aufregung nichts essen. Naluma, ich traue mir nichts zu. Die machen wir auch sehr gerne. Die nächste machen wir auch sehr, sehr gerne. Naluma, mein Papa oder meine Mama wohnt nicht mehr bei uns. Die kann ich sehr empfehlen. Die ist wirklich toll. Naluma, ich habe Angst vor der Klassenarbeit. Naluma, in einer Gruppe fühle ich mich so unsicher. Naluma, manchmal habe ich im Dunkeln Angst. Naluma, ich habe solche Angst beim Zahnarzt. Naluma, manchmal mache ich nachts ins Bett. Naluma, manchmal bin ich so wütend. Naluma, der neue Partner meiner Mama und seine Kinder wohnen jetzt bei uns. Naluma, in der Klasse bekomme ich kein Wort heraus. Naluma, ich kann mich so wenig durchsetzen. Naluma, mein Opa ist gestorben. Naluma, manchmal möchte ich mehr Ruhe von meinen Geschwistern haben. Naluma, manchmal kann ich mich nicht gut konzentrieren. Also das sind die Geschichten von Naluma, die in diesem Buch sind. Ich finde die sehr vielseitig, mit denen kann man ganz, ganz viel machen. Und ich kann es nur empfehlen, das mal mit seinen Kindern auszuprobieren. Das ist eine ganz neue Ebene der Intimität, der Vertrautheit, der Offenheit. Man selbst bekommt ja einen besseren Zugang dazu, mit seinen Kindern zu reden. Die bekommen einen ganz anderen Zugang und das ist eine ganz neue Art der Vertrautheit. Also finde ich wunderschön. Und damit ihr einen Einblick bekommt, wie die Geschichten so ein bisschen aufgebaut sind, wie das Ganze strukturiert ist, damit ihr mal ein bisschen für euch auch gucken könnt, ist das was für mich, kann ich mir das vorstellen, habe ich eine der Naluma-Geschichten eingesprochen und aufgenommen. Das Video findet ihr direkt im Anschluss auch zu diesem Video auf meinem Kanal und da könnt ihr euch gerne einen Einblick dazu verschaffen, wie die Naluma-Fantasiereisen aufgebaut sind. Ich hoffe, diese Buchvorstellung hat euch wieder gefallen. Das Buch ist wie immer unten in der Infobox verlinkt und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!